Vielleicht geht es hier durch, ha? Oh, mit den Reflexionen gefällt mir gerade richtig gut. Mal da Schönes. Lucia, wir haben es bis in die Quarantänezone geschafft. Ich wollte dich anrufen, aber in dieser Stadt sind alle Telefonleitungen ausgefallen. Sie sagen, sie könnten Briefe in andere Zonen befördern, obwohl es vermutlich 1-2 Wochen dauert, bis er dich erreicht. Uns geht es gut. Anna spricht viel von dir. Sie vermisst dich sehr. Ich war überrascht, wie ruhig und erwachsen sie sich inmitten all diesen Wahnsinns verhält. Mir kommt es so vor, als wäre ich hier der Emotionale. Meistens ist sie es, die mich tröstet. Wir haben sie gut erzogen. Ich hoffe, auf deiner Seite des Landes ist alles in Ordnung. Und ich sehne mich danach, möglichst bald deine Stimme zu hören. In Liebe, Graham. Wir hatten ja keine Ahnung. Okay, hier geht's nicht weiter. Ist alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht... Schon gut. Okay, mit... Ah, das ist eine Leiter. Ich sehe sie jetzt erst. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Und auf geht's. Ellie. Ich glaube, die knabbert da immer noch. Die Leiter. Komm schon. In dem Schock. Gut. Okay. Ellie! Wow. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Ist eine Giraffe? Da läuft eine Giraffe. Komm, Beeilung! Was zur Hölle? Schon gut. Süß. Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt.
komm! Hinterher! Langsam, Kleine! Komm schon! Aber ich glaube, sowas brauchst du jetzt auch gerade. Nach dem, was im Winter gerade passiert ist. Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aussicht ist echt klasse. War gerade nicht meckern, ja. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe, das kann nicht umsonst gewesen sein. Ja, das stimmt auch allerdings. Hör zu, du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Mein Comic? Ja. Hier ist noch einer. Okay, weiter geht's. Das weckt Erinnerungen. Die kommt. Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es... Erste Mal, dass das so thematisiert wird jetzt? Okay. Es muss schön sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Werkzeugstufe 5. Joel scheint da jetzt auch so langsam ihr gegenüber ein bisschen offener zu werden. Hm.
Oh, hier ist nochmal ordentlich Loot. Muss nicht schon wieder. Also irgendwie habe ich direkt schon wieder so ein. Oh je, hoffentlich ist nicht was Schlimmes, was jetzt gleich schon wieder kommt. Wollte aber noch fertig looten. Mach mal später. An der anderen Seite war ein Haufen Zeug, das wollte ich jetzt noch einsammeln. Eine Karte der Quarantänezone von Salt Lake City. Handschriftliche Notizen auf der Karte weisen auf Evakuierungsrouten, das Krankenhaus und Gebiete ohne Vorräte hin. Oh, nochmal ordentlich haufenweise Schrauben. Was? Sie da hockt. Ich will jetzt mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Okay, dann können wir mal gucken, ob wir jetzt die Waffen noch verbessern können. Vielleicht geht da noch was. Dann mal los. Spanngeschwindigkeit vergrößert die Reichweite der Waffe, ermöglicht das schnellere Zielen der Waffe. Irgendwie habe ich Bock mehr mit Bogen zu spielen. Haben wir noch. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwo was reinstecken können. Streuung, Nachladen und Feuerrade. Nachladen. Machen wir beim Revolver nachladen. So, jetzt laden wir nochmal überall durch. So viel gab es nicht zum Nachladen, aber immerhin. Wir sind wieder vorbereitet. Können wir hier eigentlich noch was machen? Lauschmodus Distanz, ja. Hey, investiere ich lieber in die anderen Punkte. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Wir müssen da runter, wo es dunkel ist. Was soll schon passieren? Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Schauen wir mal. Bin noch skeptisch. Oh wei.
Milo, hallöchen. Sei leise. Ja, ich war gerade voll fokussiert. Da war gerade so ein Dicker, da wollte ich erstmal gucken, wie mache ich das jetzt? Das war mal kurz 30 Sekunden Stille. Wie geht's dir? Hallöchen. Heieiei. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hätten hier auch im, oder einfach an den vorbei hätten gehen können. Aber ich wollte jetzt irgendwie... Nee, ich wollte sie einfach fertig machen. Uiuiui. So, weiter geht's. Es hat uns wieder viel Munition gekostet. Mollys haben wir aktuell gar keine mehr. Ellie, mach leise. Oh, daneben. Schade, die Pfeile sind jetzt gerade alle... Ne, einen haben wir noch. Gut. Mal, ob der andere Pfeil vielleicht noch ganz geblieben ist. Ne. Okay, zumindest ist ein Pfeil haben wir noch. Loot? Ich weiß. Einfach weitermachen. Oh wei, da sind noch mehr. Könnte besser sein, privat ein paar Probleme, aber egal. Deswegen schaue ich dann lieber zu beim Zocken. Dann bin ich ein bisschen abgelenkt. Okay. Dann freue ich mich, wenn ich dir da hier ein bisschen Freude bereiten kann. So, mal gucken. Blöd vom Geländer hier. Versuch's erstmal ein bisschen mit Pfeil und Bogen, dafür haben wir das Ding ja auch verbessert. Oh, Ellie, erschreck mich nicht so, kommt sie um die Ecke. Hi, Ibeams! Oh, mein Herz. Bleib hier. Oha, da sind zwei Dicke. Ach, du Scheiße. Das wird wild, meine Lieben. Oh, weh. Ich hoffe, wir finden noch ein bisschen Stuff, dass wir hier vielleicht nochmal einen Molly bauen können. Da ich nicht spoilern möchte, würde ich gern wissen, bist du in der Stadt schon? Also wir sind gerade in einer Stadt, kurz vor dem Krankenhaus, zu dem wir gehen müssen. Mehr kann ich dir da im Moment gar nicht beantworten, ob du das meinst mit Stadt. Aber danke, dass du Rücksicht nimmst. Oh, das gibt's doch nicht. Ich brauche mehr Mollys. So, jetzt ist die Frage. Wie kommen wir da jetzt an denen vorbei? Ob sie mich sehen. Vielleicht geht's ja voll klar, dass wir da an den vorbeigehen. Ansonsten müssen wir uns halt durchschießen. Oh,
Okay. 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 Oh ne, ist euer Ernst? Ellie, los, Deckung! Ja. Ellie, geh weg! Okay. Eieiei. Das war leider noch nicht alles. Da war, glaube ich, auch das Herzlose gerade am Schlagen. Es fühlt sich gerade ein bisschen so an. Manchmal denke ich mir, ich kann mich dran vorbeischleichen und dann denke ich, das geht und dann plötzlich, oh Scheiße, das wird nix. Ich glaube, das waren alle. Ich glaube, das stimmt. Hat mich viel Munition gekostet, aber sei es drum. Wir haben es geschafft. Und der Zähler bleibt bei 9 Toten, das ist okay. Aber ansonsten geht mir so langsam auch wieder die Munition aus. Manche können mich nicht sehen, das ist richtig, ja. Okay. Aber bei den Dicken kein Ding. Haben wir wahrscheinlich keine Chance. Die werden uns immer sehen. Okay. Hört man doch schon wieder was. Komme ich hier nicht hoch? Ah, jetzt. Pass auf hier. Das Wasser scheint tief zu sein. Hey, das machen wir, wenn es vorbei ist. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. Hier geht's nicht hoch. Ich muss tauchen. Ich bin jetzt drüben. Cool, dann lass mir jetzt die Leiter runter. Okay, Moment. Muss ich wahrscheinlich da drüben hinstellen. Okay, Ellie. Jetzt du. Auf geht's. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher.
erschreck mich nicht so. War da hinten noch Loot? Okay. Eher nicht. Okay. Hier mit dem Fuß. Okay. Na komm. Mach dich wieder auf. So eine Maschine, die Kleine. Pass auf! Ellie! Da? Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Steht genau daneben und zerfetzt den Kopf von dem Vieh. Jetzt wäre Munition langsam mal wieder cool. Die Werkbank brauchen wir jetzt wahrscheinlich aufs Schlimmste vorbereitet. Finde alle Werkbänke. Ah ja. Mehr gibt es nicht. Interessant. Dann mal los. Wenn ich jetzt den Erfolg bekomme für Finde alle Werkbänke, kommt keine mehr. Das ist irgendwie komisch. Kapazität, Nachladetempo. Wir könnten mal Feuerrate machen, nachladen. Machen wir hier Schrotflinte. Oder nee, warte mal, ich will nochmal beim Gewehr gucken. Genau, was haben wir hier? Nachladetempo. Tieffernrohr. Machen hier Nachladetempo. So geht es doch. Okay, mehr können wir ja nicht machen. Bin ich gerade ein bisschen interessant. Bin mal gespannt. Dann kommt ja wahrscheinlich keine Werkbank mehr. Kopf runter. Sieh mal! Da ist es! Oh, wir sind ganz nah, meine Lieben. Beinahe geschafft. So. Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Ich ertrink gleich gerade. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Dachte mir so gerade, hui, jetzt muss bald mal wieder was mit Atmen kommen. Okay. Ist mir da hoch? Ich weiß es gerade nicht. Oder ist ja wieder irgendwie zum Finden. Gibt es wieder so viele Wege? Ich will nochmal gucken, nicht, dass wir jetzt hier irgendwas unentdeckt lassen. Okay. Lieber nochmal extra nachgeguckt. Ah, das ist es ja. Okay, los, bring mich mit. Können wir nochmal tauchen gehen und nochmal gucken, ob da noch irgendwas ist? Ich dachte mir nämlich vor, noch vielleicht mal nach links schwimmen.
gucke erstmal hier, ob es hier noch was gibt. Sieht aber eher nicht danach aus. Holen wir nochmal Luft. Jetzt will ich hier nochmal nach links gucken. Aber auch nichts, okay. Okay. Auf da. Okay. Okay, gut. Ich bin da. Vorsichtig. Ich hab dich. Wird echt Zeit, dass wir ihr Schwimmen beibringen. Ah ja, da drüben ist eine Leiter. Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Okay, ist eigentlich easy.